Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play Dragon Quest 2. So, ihr Lieben, ich muss mal überlegen, wo ich jetzt am besten anfange, denn ich habe offscreen eine Menge gemacht. Vielleicht erkennt ihr, wo ich bin. Ich habe ehrlich gesagt vergessen, wie dieser Ort hier heißt. War das der, der mit P anfing? Warte mal. Ja, genau, Perpoi oder so. Ich musste jetzt ganz kurz hier mal Hallo sagen, weil ich von hier aus jetzt diesen Part bereisen möchte, sage ich mal, und neues Gebiet erkunden möchte. Aber ich habe offscreen ein bisschen was gemacht. Und zwar zuallererst muss ich euch zeigen, dass ich in Meadenhall bzw. Radatum gewesen bin. Vielleicht erinnert ihr euch noch, dass ich mich dorthin begeben habe, quasi halb tot, nur mit Linda, die anderen beiden. Also Rolando und Akira sind irgendwie tot gewesen, hab diesen einen Priester da, also bin da durch seine Zellentür gegangen, nachdem wir hier diesen Jailer's Key bekommen haben und bin natürlich elendigst verreckt. So, und da bin ich jetzt offscreen nochmal gewesen, weil der Weg so weit war und hab den nochmal bekämpft, der war auch gar nicht mal so leicht. Ich werde euch jetzt hier irgendwo eingeblendet oder blende euch jetzt hier irgendwie ein, wie der Kampf ablief und... ja, hab den besiegt und hab eine Waffe bekommen. Die zeige ich euch gleich. Und ja, der war gar nicht so einfach. Der hatte irgendeinen Zauber, der extrem viel Damage ausgeteilt hat. Den habt ihr jetzt hier in diesem Ausschnitt nicht gesehen, weil der beim zweiten Versuch das irgendwie nicht mehr gecastet hat. Deswegen habe ich so viel passive Zauber ausgewählt und hatte so ein bisschen Panik und alles und überhaupt. Ja, Equipment. Also, Linda hat diesen Staff of Thunder nämlich schon ausgerüstet bekommen. Ich will euch nur mal zeigen, was das für einen Unterschied macht in Sachen Angriff. Also sie ist von 39 auf 57 quasi nach oben gegangen. Und ja, das klingt doch in meinen Augen sehr hilfreich. So, genau. Und warum ich euch jetzt hier Hallo sagen wollte, das liegt einfach daran, dass ich jetzt die alte Waffe verkaufen möchte. Ich bin übrigens so ein ganz kleines bisschen heiser. Es ist spät abends, ich weiß nicht, woher das kommt. Ich hoffe, dass das wieder weggeht und ja, hoffen wir mal, dass das jetzt für diese Folge ausreichen wird. Ihr habt vielleicht gerade mein Geld gesehen, ne? Ich habe auch ein bisschen Geld gefarmt, aber eins nach dem anderen. Ich muss mich erstmal ordnen, ich habe mir nämlich keinen Masterplan zurechtgelegt. Also, ich bin jetzt auf jeden Fall in dieser Stadt, wo ich eigentlich raus wollte, raus auf mein Schiffchen. So, ja, während ich jetzt hier mal so weiterfahre, muss ich euch noch zeigen, was ich ansonsten gemacht habe. Ich bin nämlich zu diesem komischen Unterwasserschatz gegangen, beziehungsweise rübergeschippert. Das hat relativ lange gedauert. Ich zeige euch am Ende dieses kurzen Ausschnitts noch, wo ich mich auf dieser Weltkarte befinde. Wir haben ja diese World Map zwischenzeitlich gefunden und, ja, hier ist mir ein ganz kleiner Fauxpas unterlaufen, denn als ich diese Blubbelbläschen, die man da so ein bisschen erkennt, als ich die gefunden habe und mit und dann diesen Schatz sozusagen ausgegraben habe, da habe ich die Aufnahme nicht laufen lassen. Das tut mir echt leid. Ich hatte mittendrin dann schon gespeichert. Das ist alles ein bisschen blöd gelaufen. Deswegen seht ihr diesen Text nicht, der da eingeblendet wurde. Aber da stand halt nur irgendwas von wegen, oh, du hast einen Schatz gefunden und das war's dann. Und ich glaube, in dem kleinen Ausschnitt, den ihr gerade gesehen habt, da war auch am Ende zu sehen, wie das im Menü dann gekennzeichnet war. Und danach bin ich mit dieser Geschichte, mit diesem Schatz, einfach wieder nach Lianport, oder wie das Ding heißt, gegangen. Denn da war ja der Typ, der diesen Schatz seinerzeit gesucht hat, so. Und dem habe ich das abgegeben und der hat sich bedankt und hat sich gefreut und hast ihn nicht gesehen. Und hat uns dann eine Belohnung gegeben. Und zwar die Echoing Flute. Keine Ahnung, wie man es ausspricht. Auf jeden Fall eine Flöte. Und von der haben wir irgendwann schon mal gehört. Ich bin mir ziemlich sicher, dass uns irgendein NPC schon mal was davon erzählt hat. Und ja, keine Ahnung. Ausprobiert habe ich sie nicht, weil ich das ja mit euch zusammen machen wollte. Und weil ich ja schon so viel jetzt offscreen gemacht habe. Und dann dachte ich mir so, gehe ich mal hier weiter, wo ich jetzt gerade langschippere, dachte mir, ich werde den Part starten in dieser Stadt, weil das, wo ich jetzt hier entlang fahre, da bin ich noch gar nicht gewesen, glaube ich zumindest. Und ich will hier so lange lang fahren. Guck mal, das hier kann ich mich zum Beispiel gar nicht erinnern, dass ich irgendwas finde, was wir schon kennen, und dann suche ich mir wieder eine andere Ecke.
Aber das sieht doch eigentlich ganz gut aus, oder? Also hier waren wir auf jeden Fall noch nicht. Und dann dachte ich mir so, als ich dann in dieser Stadt war, wo der Part gerade begonnen hat, dann dachte ich mir so, ja, es ist ja diese Stadt, wo dieser Händler diesen extrem teuren Kram verkauft, ne? Und dann habe ich mal so geguckt, was da so in der Nähe für Gegner rumkrauchen. Und da gab es auch diesen Gold Ork. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an den erinnern könnt. Jetzt so eine Schweinenase, ja, wie ein Ork halt aussieht. Und der tauchte nur in diesem Wüstengebiet auf. Und einer von denen hat irgendwie... Hallo, Linda, überlebst du das bitte mal? Weil ich jetzt hier gerade ein bisschen abgelenkt bin, brauchst du hier nicht verrecken, ne? Ja, und auf jeden Fall habe ich da ein bisschen Geld gefarmt und wollte eigentlich auf die 65.000 gehen, damit ich mir wenigstens eins von diesen Ausrüstungsdingern da leisten kann, von den überteuerten. Und dachte mir dann, nachdem fast alle meine Leute 2 Level erreicht haben, dass ich das nicht bringen kann. Linda hat in dem Zusammenhang, ich werde euch das gleich nochmal im Detail einblenden, einen neuen Zauber gelernt, nämlich Heal All. Achso, ich dachte, das ist eine Gruppenheilung. Angeguckt habe ich mir das nämlich auch noch nicht. Ich habe eh schon ein schlechtes Gewissen, weil ich so viel Offscreen gemacht habe. Aber offenbar heilt das von einem Charakter dafür aber alles, oder? Sonst ist der Name ja eine richtige Mogelpackung. So, und ich blende euch jetzt... Ach, hier ist gar nichts. Okay. Ich blende euch jetzt mal hier irgendwo die ganzen Status-Boni ein, die Leute bekommen haben nach den Level-Ups. Ich glaube, Linda hatte irgendwie 2. Warte mal, Mensch, lass uns hätte kurz konsultieren. Ja, Rolando hatte 2 Level-Ups, Linda hatte 2 Level-Ups und Akira 1. Und Rolando hat mit Erreichen von Level 18 Firebane gelernt. Da weiß ich auch noch nicht, was das ist. Da bin ich sehr gespannt. Warte mal, ich bin jetzt gerade ein... Kenne ich die Stadt da schon? Wie komme ich denn da hin? Das bringt mir ja gerade nicht so wirklich viel. Da unten ist ein Turm. War ich da schon? Ich glaube auch nicht. Ich glaube, die ganze Ecke, dadurch, dass sie so eingekreist ist mit Querstrich von Gebirge, kommt man da irgendwie nicht ganz so leicht hin. Ja, nee, auf jeden Fall. Ja, 2 neue Zauber gelernt, Heal All und Firebane. Insgesamt 5 Level-Ups generiert. Die Kohle habt ihr gerade gesehen. Ich habe, als ich heute angefangen habe, die ganze Vorarbeit zu leisten, bin ich gestartet mit fast 24.000 Gold. Und ja, bin gerade bei knapp unter 50.000 mit Stand Partbeginn. Ich weiß jetzt, habe jetzt nicht darauf geachtet, was die Gegner zuletzt alles so an Geld dagelassen haben. Aber das war auf jeden Fall ein großer Sprung nach vorne. So, und theoretisch könnte ich ja dann jetzt auch mal diese Echoing Flut ausprobieren. Warte mal, Item. Ich weiß nicht, was die macht. Hoffentlich geht die nicht weg, aber die wird ja wohl mehrfach einsetzbar sein. Hier. Geil wäre natürlich, wenn das so eine Teleporter-Flöte wäre. Hallo? Hä? Sinn? Fragezeichen? Habe ich irgendwas verpasst? Was soll die mir jetzt bringen? Wir haben im ersten Teil ja die Flöte gebraucht, um einen Golem zu wecken oder so. Oder den zum Einschlafen zu bringen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war der notwendig, um in der Hauptstory irgendwie voranzukommen. Hä? Was war das denn gerade? Ich dachte, vielleicht sehe ich jetzt irgendwas auf der Weltkarte oder so. Mist, ich hatte gehofft, dass wir vielleicht wirklich irgendwie eine Teleporter-Möglichkeit oder so bekommen. Sag mal, wo zur Hölle bin ich hier eigentlich? Ich würde ganz gerne zu der Stadt da nach rechts, aber hier ist schon wieder eine Sackgasse. Hier ist schon wieder eine Sackgasse. Würde ich denn über den oberen Weg vielleicht zur Stadt kommen? Die kenne ich noch nicht, glaube ich. Haben wir schon mal Rotting Corpses gesehen? Ich meine, wir sind jetzt mit unserem neuesten Heilzauber natürlich ein bisschen sicherer so. Ich habe mir auch natürlich, dadurch, dass jetzt für mich längere Pause jetzt zurückliegt und ein paar Parts zwischenzeitlich online gegangen sind, habe ich mir natürlich auch die Kommentare durchgelesen. Also ganz ehrlich, Leute, ich kann mir nicht erklären, warum ich in diesem einen Schloss im Osten auf der Weltkarte diesen einen Punkt so dämlich übersetzt habe. Warte mal, ich glaube, da fahre ich lieber mit einem Schiff runter.
als da jetzt hinzulaufen. Die hier gehen eigentlich. Wollen wir mal den neuen Spell ausprobieren? Diese Geschichte hier. 4 Kosten, aber ihr habt es gesehen, als ich das eingeblendet habe. Ich bete jetzt schon wieder innerlich, dass ich das nicht vergessen habe. Aber ihr habt ja gesehen, dass er inzwischen auch relativ viele MP hat. Jawoll. Okay. Ich glaube, das dürfte in Summe mehr Schaden machen als der Zauber von Linda. Aber der sah auf jeden Fall auch ziemlich stark aus. Also, ja, cool. Dann ist jetzt Rolando wieder unsere Zaubermaus, oder was? Und Linda wird dann erstmal in die Rolle der Heilerin wieder reinschlüpfen. Weil das hat, glaube ich, in der letzten Aufnahmerunde noch Rolando gemacht. Ja, ich bin auf jeden Fall sehr, sehr froh, dass ich so ein paar Kleinigkeiten erledigen konnte. Das Einzige, von dem ich noch weiß, aber da weiß ich nicht mehr genau. Da links bin ich über die Brücke gegangen, ne? Das war auch nur eine Sackgasse. Da gab es doch oben aber noch irgendwie so einen anderen Fluss. Den müsste ich erreichen und dann würde ich vielleicht zu dieser Stadt kommen. Ich spekuliere jetzt einfach mal, dass wir das in dieser Folge hinkriegen. Warte mal. Wenn ich das hier nehme, dann bietet er mir gar keine Gegnergruppe an, die ich auswählen kann. Heißt das, der greift dann einfach alle an, oder was? Das sieht sehr danach aus. Jawohl. Was ist das denn bitte für ein geiler Zauber? Ja, geil. Rolando, ich liebe dir. Ich bin total begeistert. Okay, ja, wie war das nochmal, dass Infernos irgendwie so toll ist? Ich glaube, ich nehme alles zurück und ja, Rolando ist jetzt mein neuer Zauberheld. Da muss die Linda jetzt erstmal mit was Schickem nachziehen hier. Sonst wird sie hier wieder zur ganz normalen, klassischen Dings hier degradiert, zur Heilerin. Also, naja, gut, jetzt mit Heal All ist sie natürlich auch irgendwo eine Stufe aufgestiegen, aber ja, dieser Übersetzungsfail. Ich kriege jetzt den Wortlaut nicht mehr zusammen. Das war mir jetzt auch nicht wichtig genug, um mir das jetzt hier so im Detail aufzuschreiben. Aber ihr wisst wahrscheinlich, was ich meine. Da hat dieser König in diesem Schloss, der da diese Turniere veranstaltet hat, irgendwas davon gefaselt, dass irgendein Soldat gezwungen wurde, gegen diesen Tiger zu kämpfen, den wir ja bekämpft haben, ne? Und ich laber dann irgendwas von wegen, ja, ist ja okay, solange die nicht dazu gezwungen werden. Obwohl der klipp und klar gesagt haben soll, dass sie dazu gezwungen wurden. Also ich habe mir das jetzt auch nicht nochmal explizit angeguckt. Das haben mehrere von euch geschrieben. Ich habe es zur Kenntnis genommen und kann es mir nicht erklären, weil das eine Vokabel ist, die man, glaube ich, schon in der Grundschule lernt. Kein Plan, wo ich da schon wieder kopfmäßig war. Auf jeden Fall, ja, Haken dran und bitte ganz schnell vergessen. Bitte löscht diesen Teil eurer Kopffestplatte und ich bin glücklich oder so. So, dieser Zauber ist irgendwie cool. Eigentlich brauche ich dann gar nicht mehr hier Infernos zu zaubern, ne? Linda macht jetzt, seit sie diese neue Waffe hatte, eigentlich auch im ganz normalen physischen Angriff ganz guten Schaden. Keine Ahnung, ob da irgendwie ein Blitzeffekt auch drauf liegt oder so, aber ich bin schon ganz zufrieden mit ihr, ja. Kann man nicht anders sagen. Ja, dann vielen Dank auch für die Aufklärung, was es mit diesem Bell-Amulett auf sich hat. Und zwar soll das Ding die Resistenz gegen Stop-Spell und Sleep erhöhen. So viel habe ich jetzt gelernt. Also las ich nicht nach irgendwelchen Negativeffekten. Ganz im Gegenteil, das war mir ja immer so ein bisschen suspekt, das Teil. Warte mal, wo zur Hölle bin ich jetzt hier? Auf der anderen Seite. Hier stand ich ja gerade eben schon, ne? Und dann bin ich nach oben gelaufen und dann war da nichts. Komme ich hier jetzt zu der Stadt hin eventuell? Vielleicht finde ich ja hier auch was ganz anderes. Vielleicht sollte ich auch speichern. Vielleicht tue ich das auch jetzt. Ja, ich tue es jetzt. Denn Puppet Man ist neu. Aber wir haben ja auch, also A, haben wir ja noch, oder sind wir mit vollen MP gestartet. Das ist der eine Punkt. Auf der anderen Seite habe ich gespeichert und wir haben, oh oh. Okay, also diesen Puppet Man hat dieser Zauber gerade nicht beeindruckt. Schade eigentlich. Ist nämlich der Einzige aus der Runde, vor dem ich gerade so ein bisschen Angst habe. Ich wollte gerade sagen, also wenn sie einen Terrific Move hinbekommt, dann kommt da irgendwie immer 50 Schaden bei rum.
Was ich sehr begrüße. Und das Geld fließt gerade auch ganz gut. Warte mal, ich speichere jetzt mal sicherheitshalber nach jedem Kampf. So, weil guck mal, nach Süden komme ich jetzt nicht weiter. Diese große Fläche, die ist eigentlich gar nicht so groß. Da hat sich ernsthaft ein Metallschleim dazwischen geklemmt. Ich glaub's ja nicht. Vor allen Dingen finde ich gerade total witzig, dass ich mir zudem auch was aufgeschrieben habe. Denn auch jetzt bin ich ein bisschen erleuchtet. Denn ihr habt mich darauf hingewiesen, dass der Metallschleim 3 Gesundheitspunkte hat. Und ja, das kann ich mir, glaube ich, auch ganz gut merken. Hätte ich mir auch nicht aufschreiben müssen. Aber hier sind wir... Diese Viecher links und rechts, das waren doch die ganz vom Anfang, oder? Guck mal, wie wenig Experience die nur da lassen. Das ist ja gar nichts. Was ist denn hier los? Gerade eben noch irgendwie voll die Hardcore-Monster und jetzt hier die Ratten aus Anfangstagen? Das sind auch die ganz einfachen. Was ist hier los? Oder war ich hier schon mal und kann mich nur nicht dran erinnern? Ich weiß es nicht. Also das ist ein Bereich, den ich noch absuchen will. Dann gab es ja noch in der Nähe von Hagen da dieses eine Gebiet, aber da hatte uns in irgendeiner Stadt mal jemand erzählt, dass wir dafür irgendein Item brauchen. Und dann gibt es noch im Südwesten der Weltkarte eine fette Insel, auf der ich, glaube ich, noch nicht gewesen bin. Da bin ich, glaube ich, mal über ein... Komme ich da jetzt hin? Eigentlich... Ja, ich komme da hin! Ich komme da hin, Leute, ich komme da hin. Genau, das hier, die meinte ich, diese Viecher. Jetzt könnt ihr euch selbst davon überzeugen. Die lassen nämlich 255 Gold da. Und über die habe ich mich immer sehr gefreut, weil da ging das dann auch immer ein bisschen fixer mit der Kohlefarm und so. Die kamen natürlich nicht so oft, wie ich mir das gewünscht habe, aber die gehen halt schnell. Die tauchten nur bei mir leider in größeren Gruppen immer auf. Aber inzwischen komme ich ja gegen die ganz gut zurecht. So. Boah, also wenn wir da eine Stadt haben, dann würde ich das jetzt hier mit dem Zauber auch schön auskosten. Da kenne ich ja nichts, wa? So, ganz wichtige Erkenntnis auch für mich. Es tut mir leid, dass ihr mich da auch mehrfach drauf hingewiesen habt. Aber ich sage ja auch immer wieder, dass manche Aufnahmesessions ein bisschen länger dauern. Dieser Repel-Zauber. Weiß immer noch nicht, ob ich es richtig ausspreche. Der soll den gleichen Effekt... Oha! Yay! Akira, stimmt, bei ihm ist es lange her. Ach, das habe ich ganz vergessen zu sagen. Ganz am Anfang, als ich gegen diesen Priester im Knast gekämpft habe, da gab es auch ein Level-Up. Aber das habe ich in der Aufnahme, also in dieser Rückblende, auch mit eingeblendet. Sorry, dass ich das vergessen habe zu erwähnen, aber ihr habt es ja gesehen. Notfalls könnt ihr ja vorspulen und gucken, was das bewirkt hat. Oh mein Gott, was bist du denn für eine süße Stadt? Sag mal, auf jeden Fall sehr gut versteckt. Ich habe ja fast ein bisschen Angst vorm Händler, wenn ich daran zurückdenke, ne, was wir hier schon für Händler gesehen haben und welche Preise die so inne hatten, dann gute Nacht. Welcome to the village of Tepa. Tepa, scheiße, warte, überleg. Wir haben irgendwann mal irgendwas über Tepa gehört. Und ich glaube, es ist gar nicht so lange her, ich komme trotzdem nicht drauf. Mich gerade nur Ohrfeigen. Ja, okay, also wir sind in Tepa. Memo an mich, das hier ist Tepa. Tepa ist gut versteckt. Tepa ist die Bergstadt oder so. I am a traveling soldier. I heard that Don Mahone, who lives in this village, is a master at making the ancient rope of water. The task is fairly difficult and he can't undertake the job without the tools and materials that he likes. Okay. Vielleicht können wir dem ja irgendwas geben, was ich in meinem Inventar habe und nicht zuordnen kann. Da ist zum Beispiel so ein Blatt, also irgend so ein Leaf, den wir damals vom Baum runtergepflückt haben. Und dann haben wir noch irgendwas mit Loom, Sacred Loom, glaube ich. Und dann haben wir noch irgend so ein Token of Roto, wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass er das braucht, um diese Robe herzustellen. Aber naja, das werden wir hoffentlich noch herausfinden. Nur hier brauche ich erstmal nichts. Vielen Dank. Gut zu wissen, dass es dich hier gibt, ne? Gab ja so die ein oder andere Folge, da habe ich so Priester wie dich schmerzlich vermisst. Na Kumpel, was machst du hier zwischen den Bäumen? I heard a rumor from one of my fellow merchants. A mysterious stone called the Moon Fragment is in the Tower of the Moon. But I wonder what kind of power is hidden in that stone. It's unnerving.
Freu dich, dass du damit keine Berührungspunkte hast. Vielleicht ist das Ding gefährlich. Lädt ja einfach immer ein, dass es gefährlich ist. Ist das Beste. Ich weiß, das wird seine Neugierde wahrscheinlich nicht abschwächen. Aber vielleicht hilft sie mir ein bisschen. So, Leute. Ganz kurz mal Luft anhalten. Trau mich gar nicht. Oh mein Gott. Hinzugucken. Dieses Schwert kann ich mir leisten, aber es ist für die Jungs schlechter als das, was sie jetzt haben, obwohl es so teuer ist. Also es klingt jetzt zwar bekloppt, aber irgendwie bin ich gerade erleichtert, weil dann kann ich weiter für meine Superrüstung sparen. Ja, hier sieht es dann natürlich ein bisschen anders aus, ne? Hm. Ein Defense Boost von 14 ist schon gut, ne? Also, das ist fies. Aber wenn ich schon mal so einen Berg an Cola habe, dann will ich, glaube ich, wirklich auf die 65.000 hinaussparen. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt. Habe ich das am Anfang gezeigt? Was für ein krasser Defense-Boost dahinter steht. Also zumindest, wenn das Rolando oder Linda bekommen. Bei Akira war der Sprung nicht so groß, weil er ja schon irgendwie so eine legendäre Rüstung gerade trägt. Travelers, please listen. The thief named as Bruce Fastfinger came to this village and stole an important item called the Watergate Key. Without that key, we can't open the two gigantic sluice gates. Oder so. Please, you have to catch Fastfinger. Aber der ist doch ein faster Finger. Den erwische ich doch bestimmt nicht. Sag mal, hier versammeln sich ja all die Leute, von denen wir irgendwie in der Vergangenheit immer mal wieder gehört haben, ne? Scheint ja dann doch keine unwichtige, kleine, optionale Stadt zu sein. Es sei denn, die Leute sind alle optional, die wir hier antreffen können. The Tower of the Moon stands to the south of this village. Long ago, however, you could reach the tower by ship. Und heute nicht mehr, oder was? Also müssen wir da zu Fuß hin. Aber so mit den Gegnern komme ich ja jetzt klar. Durch diese kleine Level-Session, die ich hatte, ist das, denke ich mal, kein Problem. Angina, I wonder what my good-for-nothing husband is doing now. Maybe he's drinking near the Watergate again. Soll ich mal mit ihm reden, Gina? Vielleicht bist du ja der Grund, warum er trinkt. Ja, mal erst mal beide Seiten anhören, bevor wir den einen irgendwie verurteilen. Soll ich erstmal hier rein? Können ja. Okay, nee, ich glaube, da wird irgendwas Cooles drin sein. Das heben wir uns mal fürs Ende auf. Gucken wir mal, was wir sonst noch so finden. Da ist schon wieder ein Hund. Bei Hunden muss man ja hier in diesem Spiel irgendwie besonders hellhörig werden. Ne? Die scheinen hier immer so eine besondere Funktion zu haben. Damn that bastard, Legos. If I were a little faster, he wouldn't have escaped. Aha. Ist das hier so eine Krankenstation? Oder übernachtet der hier? Oder was ist da los? Travelers Inn. Okay, kann man übernachten? Sollten wir auch tun? Ich weiß zwar nicht, in welchem Bett wir gerade pennen. Das sah nämlich nach Ein-Bett-Apartment aus. Aber vielleicht stapeln die sich ja alle auf dem Typen, der da schon liegt, ne? Ist bestimmt total kuschelig. Vor allen Dingen für den, der ganz unten liegt. So, Item Shop gibt es hier auch. Oh, die Water brauche ich eigentlich gar nicht mehr zu kaufen, ne? Ja, Betonung liegt auf eigentlich, weil es kostet ja MP, dieses Repel. Weiß aber auch ehrlich gesagt gar nicht, wie viel. Aber momentan sind die Kämpfe ja okay. Wir sind ja jetzt so ein bisschen überlevelt, eventuell. Open the water gate. If you do so, the flow of water will return to the dried up river bed. Ach, und dann komme ich vielleicht mit dem Schiff wieder hin. Weil wenn das da alles ausgetrocknet ist, weil dieses Watergate geschlossen ist, dann gibt es da vielleicht einen kausalen Zusammenhang. Recently my grandfather stood in one spot pretending to be walking and repeating to the people what they said to him. I wonder what happened to him. Weiß nicht. Der olle Grandfather. Warte mal, ist das wichtig? Bestimmt, oder? Obwohl am Ende ist ihr Grandfather wahrscheinlich hier wieder der Hund oder so. Oder, Hundi? Wuff, wuff. Na, willst du mich wieder irgendwo hinbringen oder so? Oder mir folgen? Ey, sag bloß, du bist ein ganz normaler Hund. Du bist ein ganz normaler Hund? Ernsthaft? Ach, hier geht's noch weiter? Hä? Ja, hi. Warte, nein, ich wollte eigentlich mit ihm reden, aber irgendwie hat er nicht auf mich reagiert. Doch jetzt. What? Gina? I've been bad. Please forgive me. You're not Gina. Can you keep it a secret that I'm here? ja.
Thank you, I'm grateful. Schenk mir was oder ich verpetz dich. Kann ich jetzt auch nochmal Nein nehmen? Scheint irgendwie keinen Unterschied zu machen. You're a rather cold bastard. Hey, hallo, ich mische mich einfach nur nicht in andere Angelegenheiten ein, beziehungsweise wenn ich No sage, tue ich das ja. Warte, ich will mit dir in Frieden auseinandergehen. Ich muss jetzt Ja nehmen. Das habe ich ein schlechtes Gewissen. Ich gehe mal trotzdem zu ihr und gucke, ob sie irgendwie... Nein, du sollst dich around searchen, du sollst mit dem Hund spielen oder so. Geht's noch weiter nach oben? Nee. Ah, das finde ich immer ein bisschen schwierig, wenn du die Grenze überhaupt nicht einsehen kannst und dann wieder überall irgendwelche geheimen Wege vermuten musst, ja? Ich wollte da nicht hin. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Aber so viel haben wir ja hier auch gar nicht mehr zu tun. Ich werde jetzt mal gucken, was passiert, wenn ich mit Gina rede. Und dann wartet ja noch das Spannendste auf uns, nämlich das, was sich hinter dieser Tür hier befindet. Gina, ich habe deinen Mann gefunden. Near the Watergate, das heißt, oben muss irgendwie das Watergate sein, oder nicht? Nein, oh Mann, ey, das nervt so. Ich würde nämlich gerne zum Watergate irgendwie hin. Also klar, das wird wahrscheinlich nördlich von dem sein, wo ich gerade rausgegangen bin. Wisst ihr was, bevor ich jetzt wieder irgendeine Scheiße mache, gucke ich jetzt erstmal, was sich hier in dem Haus befindet. Und danach müssen wir mal schauen. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie das Gefühl, als könnte ich noch nicht zu dem Turm, zu dem Tower, solange ich dieses Watergate noch nicht geöffnet habe. Hi, was ist das denn hier für eine Folterkammer? Alles klar bei dir? I am Don Mahone. I'm in retirement in this village. Do you have any business for me? If you don't have my tools, then I have no business with you. Please come again. Könntest du das vielleicht auch ein bisschen präzisieren und mir sagen, was du genau brauchst? Nee. So be it. If you need my help, please come again. Ey, was ist das denn bitte für ein ineffizientes Gespräch? Jetzt mal ehrlich. Der kann uns doch nicht sagen, oh, wenn du nicht hast, was ich brauche, dann geh weg. Hat er eine Taschenkontrolle bei mir gemacht oder woher weißt du das? Warum reden die nicht ganz normal und er sagt uns, was er braucht? Ich hatte ja jetzt eigentlich ein bisschen gehofft, dass wenn wir den antreffen, dass ich vielleicht was aus meinem Inventar loswerden könnte, aber Pustekuchen. Das ist ja gerade irgendwie ein bisschen unbefriedigend hier alles. So, dann gucken wir jetzt nochmal hier. Ja, ich probier's. Obwohl, vielleicht muss ich Nein nehmen, um ihn dann verpetzen zu können. Ich weiß, ich habe immer so ein schlechtes Gewissen, wenn ich mich in solche Dinge einmische. Aber keine Ahnung, ob das jetzt nur so Spieler-NPC-Entertainment sein soll oder ob es hier vielleicht wirklich was abzustauben gibt. Da kann ich die Entwickler nicht gut genug einschätzen. Aber sie scheint nicht zu reagieren. Es sei denn, man muss das irgendwie andersrum machen, aber das werde ich jetzt nicht nochmal probieren. Schreibt mir einfach, wenn ihr wisst, dass man hier noch was machen kann. So, ja, hier gibt's noch was. Alles klar. Das wird dann wohl... Hab ich gerade den Jailer's Key benutzt? Muss man ernsthaft den hier nutzen? Weil diese Tür oder das Tor, das war so gittermäßig, wie halt die Gefängnistüren immer. Was ist das denn hier? Hab ich das? Was muss ich denn hier machen? Ja, also offensichtlich benötige ich einen Schlüssel, den ich nicht habe. Oder kann ich hier sonst noch irgendwas machen? Talken? Nee, searchen. Das ist ja wie mit der Taste gerade eben. Das ist ja irgendwie ein bisschen unbefriedigend, wenn ich das mal so sagen darf. Hund, kannst du mir bitte helfen? Nee, kannst du mir helfen? Wo finde ich denn diesen Schlüssel? Oder den bekommt man in diesem Turm und kann sich dann, weiß ich nicht, und kann sich dann irgendwie den Weg hier freimachen oder abkürzen. Vielleicht schaltet man damit auch nur irgendeinen Shortcut frei. Ich bin gerade wirklich etwas überfragt. Warte mal, vielleicht sagt er nochmal was. Aber der Typ, der scheint mir echt nur dafür da zu sein, um
ja, ihm Dinge abzugeben und hier wahrscheinlich voll den Special Gegenstand zu bekommen. Ja, diese Angel Robe da, oder wie das Ding hieß. Gehe ich mal ganz stark von aus, dass wir das hier bekommen. Hast du vielleicht irgendeinen Hinweis? Ne, die hat mir das mit dem Tower gesagt. Eieiei, was machen wir denn da? Ich habe keine Ahnung. Eigentlich können wir ja nur in den Süden gehen und gucken, ob wir zu Fuß den Tower erreichen. Und wenn dem nicht so sein sollte... Aber guck mal, ich komme hier gar nicht nach Süden. Ich komme... Obwohl, warte mal. Das ist doch dieser Fluss, den ich jetzt nicht erreiche. Und ich habe doch... Warte mal, ich muss euch das zeigen, sonst kann ich wieder nicht erklären, was ich meine. Es gab nämlich hier zwischen den beiden Flüssen so eine sandige Stelle. Ich wette, da wird dann der Verbindungsweg aufgehen, wenn man dieses Watergate da irgendwie öffnet. Aber der Hinweis auf den Schlüssel fehlt mir gerade noch. So ein bisschen. Ich könnte natürlich, bis ich das erledigt habe, auch erstmal noch dem anderen Punkt nachgehen. Ich weiß gar nicht, ob ich das vorhin erwähnt hatte, weil ich irgendwie so viel erwähnen wollte. Warte, ich habe mir noch was aufgeschrieben, sehe ich gerade. Ich kann nur... Ach so, ja. Dann gab es in irgendeiner Folge noch den Hinweis, dass ich den Life-Crest, also wir müssen ja diese 5 Crests suchen, dass ich das in der Höhle finde, die nach Rhone führt. Aber ich habe keine Ahnung, wo das ist. Da ist auf jeden Fall der Turm, wo ich hin muss. Guck mal, bei der links, da ist so eine Art Sandbank. Und ich wette, das ist der Bereich, der ja jetzt halt versperrt ist. Ich muss jetzt den ganzen Weg wieder zurücklaufen. Ich weiß ja nicht mal, ob ich den Schlüssel nicht hier vielleicht irgendwo kriegen kann. Das ist ja doof. Das ist ja ein bisschen doof. Also ich scheue ja jetzt keine längeren Reisen. Ich scheue nur eine Reise, wo ich nicht so recht weiß, wohin ich eigentlich soll. Ja, was ich vorhin sagen wollte, vielleicht erinnert ihr euch noch an diese eine Person, die mir die entweder Dusian gesucht hat oder die mir das verkaufen wollte. Ich glaube, sie hat das gesucht. Und sie meinte irgendwie, dass das in einem Turm im 3. Stockwerk ist. Und ich weiß, glaube ich, grob, welchen Turm sie meinte. Ich weiß nur nicht, wo das auf der Weltkarte ist. Wir gehen jetzt erstmal zurück. Ich weiß nicht, keine Ahnung, was ich jetzt hier machen soll. Ich werde mal gucken, vielleicht finden wir jetzt in dieser Folge noch den Ort, den ich eigentlich meine. Ansonsten werde ich euch dann in der nächsten Folge dort begrüßen, wenn ich das dann gefunden habe. Also ich sag mal so, es ist, wenn man jetzt nicht so eine Geldfarming-Session einlegt, wie ich das jetzt hier gemacht habe, bevor ich diese Folge hier aufgenommen habe, dann dauert das schon echt lange, bis die Leute ein Level abgenerieren. Und es ist trotz dieses Geldfarming-Gedönses, ist es ja schon, hat es ja schon sehr lange gedauert. Ne? Also es ist nicht so, dass ich in einer Stunde 4 Level-Ups generiert habe. Ja, im Gegenteil, ich habe insgesamt, also nicht nur mit dem Geld beschaffen, sondern auch mit dem Suchen von diesem Schatz da unter Wasser und alles, das hat fast 4 Stunden gedauert. Also war auf jeden Fall die längste Vorbereitung hier für dieses Projekt oder für eine Folge aus diesem Projekt. Aber es macht halt auch Spaß, ne? Also ich finde, also mich persönlich stört das nicht. Ich bin ja da ein sehr geduldiger Mensch eigentlich. Manchmal gehen mir Zufallskämpfe halt auf den Sack. Hat man ja auch schon in dem einen oder anderen Projekt gemerkt, aber hier gehen die ja relativ zackig. Ja, da kannst du halt einfach so ein bisschen durchdrücken. Hier lohnt es sich teilweise auch gar nicht, die Dinger rauszuschneiden. Wobei in der letzten Folge, da bin ich ja extrem überrascht gewesen, dass ich von über einer Stunde Aufnahmezeit am Ende so eine total normale Standard-Videolänge, also für meine Verhältnisse, dann rausbekommen habe. Das fand ich irgendwie gut. Ja, ich fand's gut. Ich mag das nämlich nicht, wenn die Parts zu lang oder zu kurz sind. Es gibt zwar keine Faustregel, wie das zu sein hat, ne? YouTube ist ja da, kann ja jeder machen, was er will, so nach dem Motto, aber ich mag das immer, wenn es da so ein bisschen roten Faden gibt. Ja, so kann man das, glaube ich, sagen. So, da haben wir auf jeden Fall das Schiffchen. Ich kann ja mal weiter gucken. Ich meine, ich habe ja
bin ja diese Reise hier angetreten, um in eine Richtung zu fahren, die wir noch nicht kennen. Und ich habe ja eigentlich meine Rundfahrt noch nicht beendet. Und ich hoffe, dass ich jetzt nicht vollkommen auf der falschen Fährte bin. Aber hier müsste ich zumindest annähernd in die Richtung kommen, wo es damals hieß, dass im dritten Stock vom Turm dieses Dusian sein soll, oder wie das Ding hieß. Was ist das denn hier für eine Mega-Wüste? Ich glaube, hier waren wir schon mal. Ich glaube, hier bin ich auf dem, auf der Kontinentalplatte, hätte ich gerade fast gesagt. Also auf dem Abschnitt hier auf diesem Kontinent, wo ich damals nach Liaport gekommen bin. Ich bin mir nicht mal sicher. Ich komme auch mit den Städten so durcheinander. Ich komme ja eh immer schon mit Städten durcheinander, aber noch schlimmer wird's, wenn du mit einer Weltkarte arbeitest, wo dann nochmal komplett andere Ortsbezeichnungen draufstehen, als ich hier bei dir in-game. Aber warte mal, ich habe jetzt wieder ein funktionierendes Handy. Ich kann mir ja eigentlich die Weltkarte jetzt auch mal aufrufen. Wäre eine Idee, ne? So, warte mal, gucken wir mal, ob ich das jetzt hier irgendwie koordiniert kriege. So, ich glaube, ich sehe, wo ich bin. Und ja, ich glaube, die war, glaube ich, so... Ich glaube, die war sogar in der Stadt, wo wir das Schiff bekommen haben. Das hier... Ich glaube, das ist sogar... Ja, ich glaube, das ist sogar der Turm. Ja, ich hätte eigentlich gar nicht gucken müssen, sondern einfach nur hier ein paar Meter weiter tuckern müssen. Weil es hieß, vielleicht erinnert ihr euch noch irgendwas mit Northern Tower. So, die Frage ist jetzt... Das hier ist jetzt Stockwerk 1. Das hier ist 2. Und das hier ist 3. Ich hoffe, dass die auch so das so zählen mit Erdgeschoss und hast du nicht gesehen. Ich hatte irgendwie gehofft, dass man hier vielleicht irgendwas erkennen könnte oder so. Muss ich das jetzt ernsthaft so absuchen? Kommen hier auch Zufallskämpfe? Ich weiß nicht mal, ob ich jetzt im dritten Stock überhaupt bin. Warte mal, ich könnte ja mal... Also wie das Spiel das einfach rechnet. Wisst ihr, was ich meine? Weil man weiß das ja immer nicht, weil es gibt ja Spiele, da betrittst du einen Ort und da ist die... Das für mich, das Erdgeschoss ist dann als Stockwerk 1 gekennzeichnet. Warte mal, ich suche mal eben ein bisschen ohne euch. Okay. Wow. Ich habe es fast schon nicht für möglich gehalten. Ich hätte mir jetzt maximal noch 1-2 Minuten gegeben, weil ich habe so die Schnauze voll. Ich habe echt viele Zufallskämpfe mittendrin gehabt. Ich habe auch Holy Water zwischenzeitlich eingesetzt. Aber es ist tatsächlich hier. Mein großer Fehler war... Guckt euch mal bitte diese Etage an. Wisst ihr noch, was ich da vorhin... Also, für euch war das wahrscheinlich gerade eben, weil ich das ja alles rausschneiden werde, denke ich. Ich bin ja eigentlich... Für mich ist das die... Warte, für mich war das gerade die eigentlich zweite Etage. Hier Erdgeschoss. Das scheint als erstes Obergeschoss zu zählen. Dann ist das hier 2 und das hier ist 3. In dieser Etage habe ich das Ding gerade gefunden. Ja, das muss man natürlich wissen, ne? Hab jetzt, ja, hätte ich das vorher gewusst, dann hätte ich jetzt nur halb so viel Zeit hier investieren müssen. Aber egal, wir haben dieses scheiß Ding gefunden. Ich mag das immer nicht, wenn du so mitten im Nirgendwo... nach Zeug suchen musst und ja. Aber egal, wir haben es gefunden. Vielleicht reicht das ja jetzt aus, um das noch zu finden. Oder nee, beziehungsweise um ihm das abzugeben, damit er dann dass er sein Zeug machen kann. Ich habe jetzt schon wieder voll den Sprachfehler. Es tut mir echt leid. Aber nach längeren Redepausen ist das immer so, ja, besonders auffällig. So, warte mal, ich kann mir das doch eigentlich abkürzen. Und zwar mit dem Return-Zauber. Genau, gucken wir jetzt einfach mal, denn damit müssen wir... Ach du Scheiße, wo hat der mich denn hingebracht? Scheiße, nein! Warum denn hierhin? Ich dachte, der bringt mich dahin, wo ich zuletzt in der Stadt war. Wer hat sich denn so eine Scheiße ausgedacht, ey? Oh, nee, hab ich jetzt wieder einen Bock dahin zu... Oh, ey. Nee, das kotzt mich gerade an. Das kotzt mich an, dass man keine einfachere Möglichkeit hat, hier von A nach B zu kommen.
Oh, jetzt bin ich den ganzen weiten Weg nochmal zurückgelaufen. Ich meine, das Gute ist, ich habe jetzt echt viel Geld. Wir können ja mal kurz gucken. Ich habe jetzt einige Kämpfe habe ich zwar übersprungen, aber das waren auch nur die ganz einfachen, die halt auch letzten Endes nichts abwerfen. Das Deprimierende ist natürlich, dass ich A, jedes Mal scheiße laufe. Keine Ahnung warum, aber in dem Spiel tue ich mich in Kombination mit dem Pet hier irgendwie wahnsinnig schwer. Das ist das eine Thema, aber ich habe immer noch keine Lösung in Bezug auf den Schlüssel. Vielleicht wird ja das, was ich dem Typen jetzt bringe, wenn es denn überhaupt das ist, was er haben möchte, vielleicht hängt das ja damit zusammen. Ich kann heute irgendwie nicht richtig laufen. Leute, ich laufe wie eine Besoffene, aber ich bin doch gar nicht besoffen und ich nehme schon wieder fast über eine Stunde auf. Also irgendwie ist das jedes Mal hier totales Chaos. Okay, das klang gut. What? Ja, geh doch noch schneller weg, Tex. Ich hoffe, ihr konntet gerade schneller lesen als ich. Wonderful, I can now weave the angel's robe of water. But it will take some time, come back in another day. Oh nö. It's not ready, I'm not finished yet. Please wait a little longer. Warum erinnert mich das an Melina aus Terranigma, an den Anfang in Krista, wo sie für den Helden, für den Ark auch was gewoben hat? Das war schön, da kommen Erinnerungen hoch. So ein tolles Spiel. So. Gibt's übrigens auch auf meinem Kanal, auch wenn ich das zu einer Zeit aufgenommen habe, wo ich jetzt rückblickend betrachtet mit meinem Commentary nicht so ganz glücklich bin. Ja, ist ein langes Thema, will ich jetzt ja auch nicht ausbreiten. Ich will eigentlich ja nur meine Belohnung hier abholen. Nein, keine Ahnung, was das Spiel will. So wie ich die Programmierer eventuell einschätzen würde, kommt es vielleicht auf die Anzahl der Schritte an? Oder muss man einmal die Stadt komplett verlassen? Das probiere ich jetzt noch, ansonsten werden wir uns dann in einer der nächsten Folgen dann darum bemühen. Aber das ist so schade. Was mache ich denn jetzt? Also gerade bei den Projekten, die immer viermal pro Woche kommen, kann ich gerade, wenn es um die Folgen so mitten in der Woche geht, immer nicht auf die Rückmeldung warten, weil es sonst Ausfälle geben würde. Och nö, du bist doof. Du hättest mir so einen schönen Abschluss bescheren können. Weißt du, wenn du mir wenigstens konkret sagen würdest, wann. Also klar, er hat gesagt am nächsten Tag, aber wenn ich hier übernachten gehe, dann rechne ich halt damit, dass er auch wirklich die ganze Nacht dann pennen. Und ja, so. Ja, vielleicht muss ich den Typen finden, um die Antwort auf meine Schlüsselfrage zu bekommen. Stood in one spot, pretending to be walking and repeating to the people what they said to him. Was ist denn das für eine Information? Was soll ich denn damit anfangen? Weißt du vielleicht irgendwas? Nee. Mann, auf den Hund hier ist auch nicht Verlass, weißt du? Sonst haben sie mir hier immer irgendwelche goldenen Tipps gegeben, aber hier leider nicht. Ja, keine Ahnung, wie wir dann weitermachen sollen. Ich kann nicht jetzt, aber habe ich ja meine Sachen, die ich bekommen habe, eigentlich jetzt abgegeben? Ich weiß gar nicht, was der sich jetzt überhaupt genommen hat an Komponenten. Ich habe aber auch noch ein paar Sachen in meiner Kiste gebunkert, ne? Wisst ihr noch? Vielleicht ist da ja irgendwas dabei. Ich weiß nicht mehr, was ich da reingepackt habe, aber eigentlich waren das nur die Sachen, die sich für mich jetzt nicht so wichtig angefühlt haben. Ich habe hier sogar noch meinen alten Notizzettel, Leute. Hier steht sogar drauf, Don Mahone mit so einem Pfeil, Tepper, Pfeil, Angel's Rope of Water. Faszinierend. Wisst ihr, wo das draufsteht? Auf dem Zettel, wo ich mir auch ein paar Notizen zu MGQ2 gemacht habe. Ich sag doch Chaos pur. Na gut, ihr Lieben, ich glaube in der Folge, die wahrscheinlich jetzt schon wieder so ein bisschen länger dauert als üblich, werden wir auch nicht mehr so viel erreichen. Ich muss mal gucken, ich muss mal meine Notizen zusammensammeln, vielleicht nochmal in den einen oder anderen Part reingucken, in Ruhe nochmal mit den Leuten reden. Vielleicht kommt mir noch die zündende Idee. Lasst euch einfach überraschen, wie es beim nächsten Mal weitergeht. Ich bedanke mich an der Stelle fürs Einschalten und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut, ihr Lieben, und bis dann. Ciao!